Eichen. Ich wette, der sah immer gleich beschissen aus. Genau wie du, Biatch. Ey, 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 chill. Zeit, lass mich nicht so hochfliegen. Hey, Buddy, ist der Duty. Es ist der 2.3. und ich will auch gar nicht lange schnacken. Ihr seht hier mir die Sperren. Eine neue Hand berührt den Stern. Das wird ab Stufe 14 irgendwo random erscheinen, in irgendwelchen Truhen, auch in Dungeons, das ist möglich. Hört mich an und gehorcht. Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Bringt meinen Stern zum Berg Kilkrea zurück. Und ich werde euch zum Werkzeug... Leichte Rüstung? Wo habe ich denn leichte Rüstung an? Hä? Was? Also alles, was ich sehe, ist... Das zählt? Weil es Rüstung hat. Okay, interessant. Zerfallenen Tempel an. So viel zu der Beständigkeit der Sterblichen. Als ob es jemals einen Unterschied gab. Ich wette, der war immer gleich. Wie kann meine Liebe dann sie erreichen? Ich wette, der sah immer gleich beschissen aus. Genau wie du, Biatch. Ey, 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 chill. Zeit, dass lass mich nicht so hochfliegen. Nach Himmelsrand zurückkehrt. Fly high. Doch das Zeichen meiner Wahrheit liegt vergraben in den Ruinen meines einstmals großen Tempels. Hierher gebracht, Sterblicher, damit ihr mein Champion werdet. Ihr werdet meinen Tempel betreten, mein Artefakt zurückholen und den Schänder vernichten. Das Malkoran hat die Türen verschlossen. Doch dies ist mein Tempel. Das Lustige ist, man kann hier tatsächlich richtig viel Cash abräumen, weil das damals vermutlich der Sold ist von diesen ärmlichen Schloten von Soldaten hier. Wir müssen hier das Licht natürlich, wie gesagt, aktivieren. Wie sie es sagte, man darf, sollte nicht in den Strahl reinkommen. In den Strahl. Weil, die Scheiße hörtet. Oh shit, oh my god, make it stop, it hurts. Shit, ah. Oh, it's Arnold, it's fucking hurts. Shit, make it stop now, soldier. Ja, und die Gegnerkonsorten sind eigentlich ganz nett. Aber haben nie was Tolles dabei. Ja, also ich wollte schon sagen, macht mal hin. Ich wollte eigentlich durch diese Quest rushen, weil ich es ja so gut kann. Ne, ich habe die auch damals etliche Male gemacht. Ich habe die so oft gemacht, die Quest. Hier? Ja, genau, hier ist irgendwie was. Ich glaube, es macht eh nichts aus. Doch! Okay, das überrascht mich jetzt. Man kann die tatsächlich freezen. Wusste ich nicht mehr. Habe ich nie versucht damals, glaube ich. Aber cool zu wissen. Easy, man. Easy. Can't be any easier. Wo? Meister! Ich wette, das lohnt sich am Ende nicht. Das lohnt sich noch nicht mal. Und ich bin so ein Depp, der auf diesen Trick reinfällt. Genau wie bei Oblivion, wenn das ein sehr schwer verschlossenes Schloss war. Nur da hat mir das Aufbrechen Spaß gemacht, beziehungsweise man hatte automatische Versuche, warum auch noch immer, den Spaß weggenommen hat. Bei Fallout 3 hat man es ja so gehabt, dass man nur einen automatischen Versuch haben konnte. Oh, holy shit, das ging überraschend schnell, aber für meine Verhältnisse. Also. Ja, so ist es leider meistens. Schick, schick. Was? Warum sind die so high-level verschlossen, Mann? Warum reiße ich mir die Nerven aus? Naja. Ich werde eh das ganze Cash nie mehr los. Also erspare ich mir den Aufwand in Zukunft vermutlich eher. Ich werde eh meistens wieder eher Probleme haben, den ganzen Gerümpel, Trash und Scrap loswerden zu können. Von daher lasse ich es aber in Zukunft eher. Bin sowieso the rich mofo.
I recognize it by the smell. Ich merke sofort, wo die guten Schätze sind. Ich rieche zwischen den Beinen. Ich scheue mich nicht davor. Hä, wie kam ich hier denn hoch? Muss ich tatsächlich wieder hier hoch? Bullshit. Wir sind relativ schnell durch. Katakomben ist noch so zwei, drei größere Säle und dann war's das schon, ne? Ja, hier unten war der doch schon, ne? Warum war der Schatten jetzt nochmal so schwach? Es ist vollbracht. Der Schänder ist besiegt. Nehmt Dämmerbrecher von seinem Sockel. Oh, das ist... Wer würde dazu Nein sagen? Die Reichen wollen ja auch immer reicher bleiben. Scheiß Schnösel denken auch nur an sich. Die meisten, nicht alle. Es gibt immer und überall Ausnahmen, aber... Die, die Spesen und Spenden vor allem aufbringen für andere... Und teilweise auch an andere denken, machen es auch wiederum nur für sich. Für die Moral. Fürs Image, wenn ihr versteht. Ach komm, hier, ich schick mal monatlich 20.000 nach Afrika. Obwohl ich ja nochmal das 20-fache selber für mich dann habe. In Hoffnung, da irgendwelche Nachfolger adoptieren zu können. Deshalb machen die das teilweise auch. Und wie gesagt, fürs Image in erster Linie. Malkoran ist vernichtet. Damit sie am Ende des Tages beruhigt schlafen gehen können und meinen, ach ja, ich habe was Gutes getan heute, ne? Verderbnis in den dunklen Winkeln der Welt. Aber nicht mal kontrollieren, ob das Geld richtig ankommt und vor allem bei den richtigen Leuten. Das juckt die nicht. Und ich bedanke mich auch fürs Einschalten, auch wenn es eine kurze Folge war. Ich glaube, 8 Minuten oder so ein Shit. Aber so sollen die immer sein. Nicht zu lang, bisschen zusammengeschnitten. Boah, das Licht, das dürfte sich jetzt gerne wieder beruhigen. Danke. Ich will nämlich das Schwert mal zeigen. Natürlich ist es jetzt unaufgerüstet. Aber es ist ein schickes Schwert. Ja, danke fürs Einschalten. Ciao.